Ja, moin Leute, oh, Puss auf trocken. Ja, Miet. Oh, die Lobby sieht sogar gut aus. Oh, die Lobby sieht sehr gut aus. Nein, Paketverlust. Nein, nicht jetzt in der Runde, oder? Und damit sofort was geht ab. John ist am Start zu einem neuen Video. Samstagmorgen, wo ich gerade die Session aufnehme. Es ist ein es ist ein ganz besonderer Samstag, denn Call of Duty Modern Warfare 3 ist endlich kostenlos. Woohoo! Also für ein paar Tage. Das Beste zu die der letzten Jahre ist jetzt kostenlos. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Kommt mal online jetzt. Das Spiel braucht ein paar Noobs. Ihr seid herzlich eingeladen. Ob ihr selber Noobs finden werdet, hängt davon ab, ob ihr selber Noob seid. Dadurch, dass es sogar eine Playlist gibt für die Free-to-Play-Spieler, die Waffe ist komplett geil, kann es sein, dass man da sogar potenziell mehr Noobs findet. Ich habe keine Muni und die Muni-Box noch nicht geladen. Ich weiß, die Verkaufszahlen, weil ich so ein unfassbar informierter Call of Duty-Creator bin, sind dieses Jahr absolut Dogshit. Digga, natürlich holst du nur mich, Digga, du Piccolo. Verkaufszahlen technisch soll das ein historisch schlechter Call of Duty Release sein. Und es macht mich zum allerersten Mal wirklich traurig, weil es hat das nicht verdient. Und auch Activision soll gar nicht erst denken, oh, jetzt haben wir alles geändert, Slide Cancel, wir haben zum ersten Mal auf die Community gehört. Und das Spiel kommt nicht gut an. Zum ersten Mal auf die Community gehört, das Spiel kommt nicht gut an. Beziehungsweise, ja, das Spiel kommt gut an. Aber es wirkt sich halt nicht auf die Verkaufszahlen aus. Und wir wissen alle, hier oben campt einer. Und zweitens, wenn die Verkaufszahlen nicht gut sind, ist es kein gutes Call of Duty. Ich bin mir sicher, das könnte jetzt auch wieder als ein verzweifelter... Wieso nadest du da? Bird Body shootet. Könnte als ein verzweifelter Move angesehen werden, von wegen, yo, keiner spielt das Spiel, jetzt nochmal ein bisschen Free-to-Play-Werbung machen. Aber tatsächlich macht das COD um diesen Zeitraum, so circa einen Monat nach Release, jedes Jahr. Also es gibt immer so ein Free-to-Play-Wochenende, was natürlich total Sinn macht, weil du hast mit Warzone ein Free-to-Play-Spiel, wo viele Leute reingehen. Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen jetzt bei Warzone aussehen. Ich nehme es jetzt aber nicht so wahr, als würde Warzone einen riesen Hype gerade erleben. Obwohl die Ankündigungen auf einen Hype hingewiesen haben. Das machen sie aber, wie gesagt, jedes Jahr. Dass auch der Premium-Multiplayer kostenlos ist. Und ich meine, es ist doch eine super Sache. 10er Streak. Hinter mir. Wir haben Orbi, wir haben jetzt schon Orbi. Oh Gott, die pushen mich jetzt. Einmal Schwarm erreichen. Für meine treuen Zuschauer. Für meine treuen! Da ist noch einer. Oh, die spawnen alle da. Spawn alle. Lass mich durch, meine scheiß Stun. Gut, wir hauen den Schwarm noch nicht raus. Potenzial, dass er mich selber tötet, ist riesig. Wir wollen jetzt den Nuke machen. Das wäre fast im ersten Moment gescheitert. Es spielt keiner Geist von den Gegnern. Rico Pico, nein! Er slidet unter meinem Scope durch. Wir hauen den Schwarm raus. Für Leute, die den Schwarm noch nicht kennen, neue Streak im Spiel. Bruder, der Schwarm ist halt einfach geisteskrank. Komm her, nicht so viel springen, Großer. Außer man hat natürlich einen Aim-Controller mit Code John gekauft. Denn aktuell läuft noch die beste Rabattaktion jemals. Macht euch alles auf den Controller drauf. Konfiguriert ihn so teuer wie möglich. Er kostet mit dem Code John am Ende immer genau 219 Euro. Nur noch für kurze Zeit. Dann macht Springen Spaß. Checkt das gerne ab. Und was noch mehr Spaß macht, sind diese geilen Lobbys auf dieser geilen neuen Karte. Fühlt sich an wie ein Werbevideo. Ist es nicht. Ich werde leider noch nicht bezahlt von Call of Duty. Wieso sollten sie mich auch bezahlen? Ich Idiot spiele es ja sowieso jedes Jahr. Aber ich sag's so, wie es ist. Ein Call of Duty Placement. Ich finde, ich hätte es mir verdient. Ich hätte es mir verdient und es wäre wirklich das geilste Gefühl ever. Wir haben wieder kaum Money. Wir sind wieder auf 10er Streak und einfach fast tot. Oh nein. Ich hab dich doch, Mate. Ich habe sogar noch eine verbesserte Drohne für uns Lachsnacken. Hole ihn. Vielleicht geht ja noch was bezüglich Nuke. So eine geile Runde wieder. Oh, Samstagmorgen. Oh. Aber dass die alle hier so übertrieben am Naden sind. Ich hätte nicht die Waffe wechseln sollen. Oh Gott. Schwarm nochmal raus. Oh, das ist ja wirklich hier wieder wie im Buche gestanden, die Werbung hier, ey. Und es ist ja nicht mal Werbung. Ohne Scheiß, probiert's mal aus. Klar, ich habe jetzt eine gute Lobby. Und wahrscheinlich wird jetzt eure Lobby nicht jedes Mal so gut aussehen. Aber es ist einfach geil gerade. Vielleicht habe ich ja noch einen Trick für euch, die Tage. Wie man einfache Lobbys bekommt, ohne einen zweiten Account. Aber dazu ein andermal mehr. Haben wir 100 Kills erreicht? 100 Kills! Let's go! So kann man den Samstag noch starten in die Aufnahme. Shipment in MW3 ist halt auch einfach das Shipment aus MW2.
Also nicht das 2009er MW2, sondern das MW2, das wir letztes Jahr bekommen haben. Und ich meine, das ist auch der springende Punkt, wieso sich MW3 so schlecht verkauft hat. MW2 war so ein Bastardspiel. So ein Bastardspiel aber auch. Das hat auch jeder casual gecheckt, dass dieses Spiel einfach nur schmutzig ist. Und wieso sollte man sich darauf dann die Fortsetzung kaufen? Ja? Ja? Nein, ich komme nicht mehr weg. Es ist zu hektisch. Scheiße. Scheiße, Rambo, komm jetzt her. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Aber wir leveln unsere Waffe. Ich glaube, dafür ist allein auch schon das Wochenende sehr gut für die Leute, die halt nur Free-to-Play Warzone spielen. Davon gibt es halt echt auch viele. Also meine ganzen Kollegen, die holen sich nicht mehr das neue Call of Duty. Die denken sich, ja, ein paar Runden Warzone. Und wenn es irgendwo vor einem Laster fällt und man das Spiel nochmal für 5 Euro kriegt, dann schlage ich vielleicht zu. Aber 70 Euro, das ist es mir nicht mehr wert. Und vielleicht ist diese Zeit auch irgendwann vorbei. Also in anderen Ländern ist das ja schon so, beziehungsweise war das auch nie so der Brauch, dass man jedes Jahr für ein neues Spiel wie FIFA oder Call of Duty 70, 80 Euro hinlegt, für dann doch ja irgendwie ähnliche Erfahrungen. Das ist schon auch ganz schön viel verlangt vom Consumer. Fortnite hat den Anfang gesetzt mit dem Free-to-Play-Spiel. Und ich denke, oh, Rankskin. Eckstein, alles muss versteckt sein! Ich glaube aber immer noch an ein Call of Duty Abo-System. Und ich glaube, dass das auch unfassbar geil wäre. Wo man sich auswählen kann, ob man jetzt quasi nur das Neueste will oder so eine Ultimate Cloud. Und dann kann man da jeden OG-Shooter, WoW2, MW3 spielen. Wo man hat hackfreie Lobbys. Jetzt hat's geklingelt. Echt nicht? Oh, Alter, super. Danke sehr. Schönen Tag noch. Ciao. Alter, mein Merch-Paket ist angekommen. Oha. Was ist hier los? Ja. Nee. Ja, wenn es so einen Abo-Service geben würde, dann müssten die Server ja auch laufen und dann müssten sie auch hackfrei laufen. Wäre cool. Naja. Okay, gut. Scheiß drauf. Ja. Es sind nur noch ganz wenig Teile da vom OG John Rage Merchandise. Alles im Shop ist stark rabattiert. Bis zu 40%. Und ich habe mir jetzt nochmal eine Mütze zuschicken lassen, weil ich irgendwie Bock hatte, die Sachen auch wieder selber zu tragen. Ein Pullover für eine Freundin. Ich hoffe, sie sieht das Video nicht. Und ein weißer RQ-Pullover in XL für mich selber. Ein I hate SPMM-T-Shirt. Und noch ein T-Shirt. Finde ich cool. Hier habe ich noch ein paar Schlüsselanhänger. Kriegt ihr die Zuhörerbestellung dazu? Keine Ahnung. Checkt es auf jeden Fall ab. Links in der Videobeschreibung. Ich freue mich über euren Support. Wie gesagt, nur noch sehr, sehr wenig... Tricks Flies, wer nennt sich so? Sehr, sehr wenig Gerüst verfügbar. Und Ausführungen. Bestes Aim, ja, also bin der Boss. Dieser Granatenwerfer ist dermaßen obsolet, das glaubt kein Mensch. Obsolet? Was heißt das? Das muss ich googeln. Ja. 2 Schüsse brauchst du mit dem Drecksteil. Hardcore, du musst Hardcore spielen. So wie dem Flammenwerfer. Check das Video von Johnny aus. Hardcore ist die Meta, jetzt hab ich's gesagt. Oha. Nein, es sind 2 vor, ich darf's nicht sagen. Bitte komm hier lang. Bitte komm, keine Muni. Ja, sie werden mich jetzt pushen. Sie werden mich jetzt jagen! Ja. Oh, Nuke würde ich fühlen. Darf ich nicht sagen, darf ich nicht aussprechen. Niemals aussprechen, den Nuke. Ja, den... Digga, hab ich den Schwarm nicht mal... Ich hab den Schwarm nicht mal erreicht, so doof bin ich. Komm her. Ja. Ja, weiß ich wohin. Brauchen mehr Munition. Mehr Munition. Schau mir meine Kopfschüsse voll. Jawohl, hast du sie voll. Komm her. Komm, nein. Er liegt da. Hey, Tricks Flies. Wieso hast du dich so genannt? Bist du auf deiner Tastatur ausgerutscht oder was? So ein Boomer-Spruch von mir. Hilfe. Nicht lachen jetzt. Gelacht. Ich brauche mehr Schuss. Mehr Knaller brauche ich. Werde ich schön knallen an Silvester? Ich bin wirklich so ein Facebook-Udo geworden. Ja? Oh mein Gott! Ich werde halt auch älter. Blauer Container hängen sie rum. Ja. Ich wäre so sympathisch, ne? Ey, diese Lobbys, wo so ein paar Udos auch rumlaufen, sind halt auch viel sympathischer, ne? Muss man so sagen. Alle sympathischer als diese 17-jährigen, verschwitzten, rumspringenden Bastarde. Komm her.
Ja. An der Stelle war es schon Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auch mal in die Kommentare. Werdet ihr jetzt Modern Warfare 3 mal spielen? Habt ihr es euch überhaupt gekauft? Das würde mich mal wirklich interessieren. Lasst es mich wissen. Checkt gerne den Merch ab. Stark rabattiert die letzten Teile. Und natürlich auch Aim-Controller. Code John für den maximalen Rabatt. Ich freue mich über euren Support. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken. Haut rein. Ciao. Ciao.